Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Transport Fever. Memphis begrüßt euch am Mikrofon. Ich freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und nach langer Zeit habe ich mir das Spiel endlich mal zugelegt. Es haben auf jeden Fall einige von euch relativ häufig in den Kommentaren geschrieben: Memphis, bitte kauft dir Transport Fever und Let's Play das. Ich würde das richtig feiern. Und ja, ich habe es mir jetzt auf jeden Fall endlich zugelegt und ich bin jetzt auch richtig gespannt. Ich habe mir das Game mal so ein bisschen angeguckt und muss sagen, es sieht auf jeden Fall genau nach so einem Spiel aus, was mir Spaß machen könnte. Ich spiele ja super gerne solche Aufbauspiele und Planungsspiele vor allem. Und ja, den Vorgänger Train Fever habe ich nicht gezockt. Also ich bin da wirklich richtig grün hinter den Ohren. Ich bin ein richtiger Noob. Also wenn ihr jetzt erstmal guckt, um was zu lernen, in den ersten Folgen werde ich wahrscheinlich eher was von euch lernen. Deswegen auch der Tipp oder die Bitte an euch, wenn ihr irgendwas seht, was ich total doof mache oder was ich die ganze Zeit nicht peile, übersehe, ab in die Kommentare damit. Feedback und Kritik ist da auf jeden Fall sehr willkommen. Und genau, ich würde jetzt mit dem Tutorial anfangen. Ich habe das allererste Tutorial schon gemacht. Da ging es wirklich nur um die Steuerung und das Interface. Wo finde ich was? Das will ich euch jetzt nicht antun. Aber die restlichen Tutorials werde ich auf jeden Fall mal machen. Einfach damit ich die Mechaniken vom Spiel erstmal kennenlerne. So, und ich würde sagen, ich klicke da jetzt erstmal drauf. Da kommt gleich so eine richtig geile, sexy Stimme, die euch ein bisschen erklärt, was wir hier zu tun haben. Ich klicke da jetzt einfach mal drauf. Und wir machen das nächste dann mit dem Passagiertransport. Viel Spaß damit. Du hast Fahrgäste. Die Bewohner der Städte wollen zum Einkauf und zur Arbeit. Naja, zur Arbeit wollen sie vielleicht nicht unbedingt. Aber jedenfalls braucht es jemanden, der sie dorthin bringt. Sorge für glückliche Pendler im Nah- und Fernverkehr. In diesem Tutorial transportierst du die ersten Passagiere mit Bus und Zug. Ja, richtiger Scherzkeks, der Erzähler. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und genau, falls ihr da keinen Bock habt auf das Tutorial, wenn ihr oben mal guckt, das ist auch die Folge 00. Also, ne, ist quasi so die Pilotfolge. Prequel sozusagen. Und könnt natürlich auch direkt weiterspringen zu Folge 1, die ich dann bei Zeiten direkt hochladen werde, dass ihr auf jeden Fall euch das Tutorial nicht reinziehen müsst, wenn ihr das langweilig findet. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. So, das läuft mit den Ladezeiten, sehr gut. Und da sind wir. Zeige, dass du etwas vom Transportwesen verstehst und bringe deine Passagiere von ihrer Wohnung zur Arbeit oder zum Einkauf. Ja, das werden wir auf jeden Fall gerne machen. Wir starten jetzt einfach das Tutorial hier unten mal, zack. Eine Busverbindung ist schön und gut. Doch bevor der Bus losfährt, sollte klar sein, wohin. Der Passagiertransport innerhalb einer Stadt erfolgt oft mit einer Buslinie. Um eine solche Linie einzurichten, sind ein paar Schritte nötig. Ja, das kriege ich hin. Ich soll hier unten, glaube ich, die Busverbindung auswählen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, auf Passagiere zu klicken. Was ist das hier? Ich glaube, das ist Warentransport. Und da kann ich jetzt eine Bus- bzw. eine Tramhaltestelle bauen. Und hier dieser Bus-Trambahnhof. Das ist, glaube ich, sowas Kombiniertes. Boah, der scrollt immer direkt so hart rein. So. Wie kann ich das drehen? Naja, ist jetzt auch erstmal egal. Ich soll jetzt, wie gesagt, Bushaltestellen bauen und ich muss mal gerade gucken, wo soll ich die hin platzieren? Ich soll die, glaube ich, zwischen diesem Gebiet hier und dem Gebiet da drüben platzieren. Und was ich sehr geil finde, hier das Interface mit dem Einzugsgebiet. Da sieht man sehr schön, wo man die Leute eben erwischt und welche Leute man eben nicht erwischt. Und genau, dann baue ich nämlich eine hier hin und die zweite dann natürlich, ja, hier drüben einmal, zack, hier so hin. Der erste Schritt ist geschafft. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass an den Haltestellen tatsächlich auch etwas hält. Verbinde dazu die zwei Haltestellen mit einer Linie. Klicke auf den Linienmanager im unteren Menü und wähle anschließend Neue Linie. Machen wir. Die zwei Haltestellen können per Klick auf die Haltestellensymbole der Linie zugeordnet werden. Ach so, einmal kurz hier so drauf mit Haltestelle hinzufügen. Klicke ich hier einmal drauf und einmal hier so. Jetzt habe ich einmal die Haltestelle Kirchweg und Kirchplatz und jetzt brauche ich hier aber noch den Kirchplatz dazu. Als nächstes, ja, sehr gut. Depot. Depots werden benötigt, um Fahrzeuge zu kaufen. Wähle das Depot für Straßenfahrzeuge aus dem Baumenü und baue es in dem gelb markierten Bereich. Machen wir. Genau, das ist dann hier das Depot. Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, einmal Trams, also Straßenbahnen und eben das Busdepot zu bauen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier einfach das Busdepot. So, und hier kann man jetzt auch schon sehen, ja, wie ich sozusagen das Depot dann hier bauen kann. Allerdings, fast geschafft. Drehen jetzt muss ich noch gucken. Ein passendes Gefährt gekauft werden. Klicke auf das Depot und wähle Straßenfahrzeug kaufen und kaufe einen Bus. Ja, dann bauen wir mal den, was ist das denn hier?
Komm, bauen wir den Postbus. Den kaufen wir jetzt einfach mal. Der Busfahrer ist schon ganz wild auf einen ersten Einsatz. Weise drum den Bus noch der Linie zu. Ja, machen wir. Das Liniensymbol im E. Sehr gut. Der Bus ist unterwegs zur ersten Haltestelle. Und die ersten Einwohner haben bereits vom neuen Angebot erfahren. Passagiere begeben sich jetzt zur Haltestelle und warten dort auf den Bus, um von ihrem Zuhause zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren. Warte, bis der erste Passagier von der ersten zur zweiten Haltestelle gefahren ist. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt hier, ob das läuft. Ich werde mal gerade ein bisschen vorspulen, damit das hier ein bisschen schneller läuft alles. Das passt auf jeden Fall. Guck mal hier. Wieso wartet hier keiner? Die faulen Säcke, die laufen alle. Nein. So, passt auf jeden Fall. Der fährt jetzt wahrscheinlich erstmal hier drüben rein. Man sieht auch, der hat jetzt gerade 586 Dollar oder Euro Verlust gemacht. Hält jetzt einmal hier. Ja. Aber hier ist jetzt bisher noch niemand leider ja, eingestiegen sozusagen. Ich hoffe, dass sie jetzt nach und nach auf jeden Fall checken, dass jetzt hier ein Bus fährt. So. Aber es gibt, wie gesagt, hier noch keine Person, die hier an dieser Haltestelle wartet irgendwie. Das ist irgendwie ja relativ sinnfrei. Vor allem, weil ich jetzt hier die Aufgabe habe, die ersten Passagiere zu transportieren. Aber es kann gut sein, dass sie sich auch erstmal dran gewöhnen müssen, dass sie so ein Angebot dann erst, ja, sozusagen wahrnehmen können. Gut, da kommt jetzt der Bus auch schon, oder? Genau hier unten. Gerade mal gucken. Gesau. Hier ist halt 0 von 8. Ist einfach niemand drin, ne? Das ist echt eigentlich ein bisschen traurig. So, hier drüben mittlerweile? Nö, niemand. Oder? Nichts wartend. Na gut, dann überspringen wir das jetzt einfach mal. Der Nahverkehr funktioniert schon prächtig. Wagen wir uns an den Pendlerverkehr. Richte dazu eine Bahnlinie zwischen den Städten ein. Beginne mit dem Bau von Bahnhöfen. Wähle den Passagierbahnhof aus dem Baumenü und platziere je einen in den farbig markierten Bereichen. Ah, mit M und N kann ich das Ganze auch drehen. Sehr gut, dann mache ich das jetzt auf jeden Fall mal. Kommt jetzt quasi hier einmal einer hin. So, und ja, der andere Bahnhof, gerade mal gucken, der soll da drüben hinkommen. Ich bin immer mit der Steuerung noch ein bisschen durcheinander, weil das Mausraddrehen hier ist quasi, ja, genau gegengesetzt von City Skylines, also komplett gespiegelt, was ich persönlich sehr verwirrend finde. Ja, es ist klar, wenn man da die ganze Zeit eine Steuerung gewöhnt ist irgendwie und dann erstmal eine andere Steuerung reinkommt, ist sehr komisch. Ist es an der Zeit, sich dem Pendlerverkehr in die nächste Stadt zu widmen? Lasset uns Gleise verlegen. Wähle das Gleis aus dem Baumenü und verbinde die zwei Bahnhöfe. Machen wir. So, 1,45 Millionen ist leicht teuer, aber wir sind ja auch reich, ne? Richten wir die Linie passt. Ein, deren bloßer Name beim Berufspendler ein Schaudern auslöst. Ein wohliges am Freitagabend, ein grausiges am Montagmorgen. Na dann. Das Einrichten einer Bahnlinie funktioniert genau gleich wie eine Buslinie. Erstelle eine Linie und füge die Passagierbahnhöfe hinzu. Ach, das soll Innsbruck sein. Ja, interessant. Sieht aber nicht so Innsbruck-mäßig aus hier. Genau, und das noch hinzufügen. Jetzt brauchst du noch einen Zug, um ihn auf der Linie einzusetzen. Genau wie Straßenfahrzeuge werden Züge in einem Depot gekauft. Allerdings ist dazu ein Depot mit Gleisanschluss nötig. Wähle das Depot für Züge aus dem Baumenü. Ah, fuck, jetzt habe ich hier gerade einen Bahnhof gebaut. Das war dumm. Bulldoze, so einmal abreißen. So. Gut, natürlich das Depot hier bauen. So, dann gucken wir jetzt mal, dann bauen wir das Depot nämlich einmal hier so hin. So, mal gerade ein bisschen drehen. So. Genau, sehr schön. Zeit, einen Zug zu beschaffen, der all die Pendler schlucken mag. Klicke auf das Depot und wähle Zug kaufen. Und kaufe eine Lokomotive sowie mindestens einen Passagierwaggon. Boah, ey, ich komme mit der Steuerung noch nicht so ganz klar. Man sieht vor allem relativ wenig, weil irgendwie super viel Interface hier immer ist. Gerade so für die Bahnanschlüsse hier. Krümmung zu groß, okay. So geht's aber. Weil ich habe das jetzt nicht richtig angeschlossen hier, ne? Vielleicht muss ich das auch so machen. So. Ich bezweifle, dass die Züge das benutzen können. Na, mal gucken. Vielleicht kriege ich es gleich noch hin. So, ich kaufe jetzt auf jeden Fall erstmal den Zug hier. Züge kaufen. So, dann nehmen wir hier die billigste Lok, so eine richtig schöne Dampflok, so eine ganz alte hier. Einmal auf Kaufen klicken. Und jetzt brauche ich, glaube ich, noch Güter, Anhänger, ne? So, gerade mal gucken, was haben wir denn da? Also so eine ganz billige Lok und dann nehmen wir hier noch so eine Dreierachse einmal dazu. Zack, und fertig. Weise den Zug der Linie zu.
Klicke dazu auf das Liniensymbol im eben erschienenen Fahrzeugfenster und wähle die Linie, die du gerade erstellt hast. Ach, warte mal, neue Linie will ich gar nicht. Ich will hier die Linie zuweisen, und zwar die Linie Nummer 2. So. Weg zur Haltestelle nicht gefunden, das ist klar. Das sehe ich auch. Allerdings, irgendwie ist das gerade auch komisch hier mit dem Anschluss. Wie verbinde ich die am besten? Also irgendwie habe ich es jetzt ja schon ein paar Mal versucht hier. Ah, so, man muss ja auch einen realistischen Krümmungswinkel einbauen. Läuft, okay. Also nicht wie in City Skylines, ne, wo man halt irgendwie die dümmsten Krümmungen bauen darf und den Rest halt nur mit Mods schafft, die realistischen. So, aber dann bauen wir hier hinten quasi auch noch so eine kleine Anbindung ins Zugdepot hier sozusagen rein. Ja, das passt auf jeden Fall sehr schön. Okay. So, jetzt gehen wir hier nochmal drauf, gehen auf den Zug und dann auf Linie zuweisen, und der kriegt jetzt hier die Linie 2. Passt. Sie drängen sich am Bahnsteig und warten sehnlichst darauf, dass der Zug sie in die andere Stadt bringt. Ich sehe noch gar kein Drängeln, muss ich ehrlich sagen, aber gut, das passt auch. Gut. Ich würde sagen, wir überspringen das Ganze jetzt auch mal, weil, wie gesagt, bis die Leute hier checken, dass es einen Zug gibt, ne? Könnte jetzt eventuell ein wenig dauern, auch wenn ich gerade vorspule. Aber ich sehe schon, das wird so ein Spiel, wo ich, wo man unglaublich viel tüfteln kann, wie man wirklich einzelne Linien und Bahnstrecken eben organisiert. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. So. Aber, wie gesagt, ne, 0 von 10 transportiert bisher. Das ist richtig erfolgreich, dieser Bus. So, jetzt gucke ich gerade mal, wie sieht, Bus, sag ich schon, Zug. Wie sieht das denn hier aus? Also hier wächst auf jeden Fall alles ganz ordentlich. In Innsbruck. Und in Schaffhausen. Allerdings, warte mal, hier wird der Bus mittlerweile eigentlich benutzt? Also warten hier mittlerweile Leute? Nee, immer noch nicht. Das funktioniert auf jeden Fall richtig klasse hier. Also entweder, vielleicht ist das auch verbuggt oder so. Nichts wartend. Warte mal, ich gehe jetzt gerade mal hier auf das Infofenster. Ja, das transportiert hier wirklich gar nichts, ne? Oh, doch, hier in Innsbruck, da gibt es tatsächlich einen Passagier. Donnerwetter. Aber der Bus, der wird bisher noch gar nicht benutzt, also null, ne? Okay, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, woran das liegt. Vielleicht ist es einfach, ja, keine Ahnung, hier ineffizient gestaltet oder so. Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal. So. Ach cool, hier neben dem Haltestellensymbol sieht man dann übrigens auch, ob da jemand wartet, beziehungsweise was dort wartet. Und genau, läuft. Gut. Bonusaufgabe, komm, das ist jetzt egal. So, damit haben wir das Tutorial Passagiertransport abgeschlossen. Ich mache jetzt, wie gesagt, eine einzige Tutorial-Folge, wo ich die ganzen Tutorials einmal kurz durchballer, bevor ich dann sozusagen richtig mit dem Spiel anfange. So, und dann heißt, das heißt, ins Hauptmenü zurückkehren und wir gucken mal, was wir als nächstes machen müssen. So, die Stadt braucht uns, wir müssen die regionale Wirtschaft zum Erblühen bringen und wir müssen dafür sorgen, dass die Stadt einen regelrechten Boom erlebt. Das heißt also, schön Waren von A nach B transportieren, damit die ganzen Fabrikenunternehmen, ja, produzieren können. So, das logistische Geschick ist die, ja, genau, das ist der stärkste Wirtschaftsmotor, weit und breit ist bis heute so, und genau, das heißt, wir gucken uns das Ganze jetzt auch mal an. Übrigens, nicht wundern, wenn ich die Ladezeit nicht kommentiere. Das hängt irgendwie manchmal ein bisschen rum und sorgt dann dafür, dass die Aufnahme manchmal so abgecuttet ist. Ja, deswegen, da rede ich einfach nicht. So, gut, starten wir einfach mal. Die Bewohner der Stadt haben noch andere Bedürfnisse, als sich bloß herumkutschieren zu lassen. Die Stadt braucht Güter für Gewerbe- und Industriebetriebe. Diese lassen die Stadt zusätzlich wachsen. Zeit, die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, machen wir das doch mal. Schaffe Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten. Werde zum Wirtschaftsmotor der Region. Es gibt eine ganze Reihe an Gütern. 6 davon sind sogenannte Endprodukte, die in die Stadt geliefert werden können. Ich denke mal, das sind die hier, also sowas wie Werkzeuge, Nahrung etc. Also gucken wir einfach mal, was das alles ist. Ich denke mal, das werden wir im Laufe des Spiels auch noch relativ schnell wahrscheinlich lernen. Betriebe, welche die Güter für den Endverbrauch in der Stadt produzieren, befinden sich außerhalb der Städte. Hier zum Beispiel ist eine Fabrik, die Baumaterial herstellt. Baumaterial ist eines der Endprodukte, die von der Stadt verbraucht werden und als Rohstoff Stein benötigen, um hergestellt werden zu können. Stein wird in einem Steinbruch abgebaut.
Der Steinbruch benötigt keine Güter, um zu funktionieren und bildet somit den Anfang der Produktionskette. Der Steinbruch hat bereits mit der Produktion von Stein begonnen und legt die Güter in seinem Ausgangslager ab. Dein Ziel ist es, diese Waren zur Fabrik für Baumaterialien zu liefern. Ja, gut, dann machen wir das nochmal. Der Steinbruch braucht Abnehmer. Sorge dafür, dass der produzierte Stein seinen Weg in die Baumaterialfabrik findet, denn Baumaterial ist in einer wachsenden Stadt immer gefragt. Baue jeweils einen Güterbahnhof im roten und grünen Bereich. Boah, direkt einen eigenen Bahnhof für den Kram, das ist natürlich krass. Okay, dann bauen wir gerade mal hier so diesen Bahnhof hier so hin, genau. So, und da drüben noch den Zielbahnhof. So, einmal. Bahnhöfe sind errichtet. Nun steht dem Rollen der Steine nichts mehr im Wege. Außer schon bald können wir den Stein auf seine Reise schicken. Zum Glück ist so ein Stein weit weniger anspruchsvoll als ein Pendler. Nun wird noch ein Güterzug benötigt. Errichte als nächstes ein Depot. Depots werden benötigt, um Fahrzeuge zu kaufen. Nun benötigst du einen Zug, der die Steine vom Steinbruch zur Fabrik liefern kann. Klicke auf das Depot und wähle Zug kaufen. Und kaufe eine Lokomotive und zusätzlich 5 Schüttgutwaggons. Achte darauf, dass die Waggons Steine laden können. Genau, hier steht dann auch beim Gütertyp, was diese Wagen halt laden können, wie viel, was ist die Höchstgeschwindigkeit etc. Müssen wir mal gucken, das ist jetzt natürlich gerade hier noch die vorindustrielle Zeit, oder nicht vorindustrielle, sondern die industrialisierte Zeit, also keine Ahnung, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert vermute ich mal, so alte Dampflokomotiven und genau. Ich denke mal, das wird im Laufe des Spiels auch noch deutlich komplexer, was wir alles bauen dürfen und kaufen dürfen. So, gut, das hätten wir mit 5 Wagen am Ende. Los geht die Fahrt. Weise den Zug der Linie. Hervorragend. Der Zug macht sich auf den Weg, um die erste Ladung Stein abzuholen. In der Zwischenzeit kannst du den Steinbruch und die Fabrik für Baumaterialien anklicken, um mehr über die Produktion zu erfahren. Ja, machen wir das nochmal, während ich immer ein bisschen vorspule sozusagen. Genau, also wie gesagt, die stellen aus Stein und Schlacke eben Baumaterial her, können maximal 100 produzieren aber aktuell 0, weil das hier eben, nicht passt. Und was ich ganz cool finde hier, es gibt auch Verbesserungen oder Verkleinerungen, je nachdem, wie gut es einem Unternehmen geht. Also, das heißt, man ist auch selber ein bisschen dafür verantwortlich, wie sich Unternehmen so mit der Zeit entwickeln. So. Passt auf jeden Fall. Grafik finde ich ganz cool. Ist auf jeden Fall schön dargestellt alles. Und genau. So, hier Produktion. Ach, das ist das Lager hier. Hier passen, glaube ich, dann 40 rein oder so. Weiß ich gar nicht. Gucken wir gleich einfach mal. Also Produktion, das ist, glaube ich, das, was da gerade aktuell liegt und gelagert wird. Sehr okay. Gut. Die erste Lieferung Stein ist bei der Fabrik eingetroffen. Die Fabrik beginnt nun mit der Umwandlung. Das Lager der Fabrik füllt sich. Richte zum Abtransport der Baumaterialien eine LKW-Linie in die Stadt ein. Ja, dann machen wir das doch. Eine LKW-Station in den farbig markierten Bereichen. Direkt eine große, okay. Na dann, machen wir das doch mal. Zack, hier einmal schön zum Kunden. So, wir transportieren das dann für den weg. Und hier drüben kommt auch noch eine hin. So, und die freuen sich jetzt wahrscheinlich, weil ich jetzt hier abreißen muss. So, man sieht auch, welche Gebäude dadurch dann abgerissen werden. So, lässt sich leider nicht verhindern. Gut, vielleicht hier noch ein bisschen drehen, dass wir hier irgendwie nur einen wegkriegen. Ja, komm, die zwei, die müssen, glaube ich, echt dran glauben. Eventuell hier nur dieses eine. Das ist echt gar nicht so einfach. So, Ja gut, dann bauen wir das halt jetzt so. Jetzt gibt nur noch ein passendes Straßenfahrzeug für den Transport in die Stadt. Errichte als nächstes ein Depot. Depots werden benötigt, um LKW... Fast geschafft. Das Wirtschaftswunder ist in greifbarer Nähe. Nur noch ein paar wenige logistische Kniffe. So, dann bauen wir, kaufen wir einfach mal den Benz. Der so. LKW muss jetzt noch einer Linie zugewiesen werden. Du kannst ihm... Gratulation. Die Stadt bekommt... So, neue Linie. Erste Güterlieferung. Fertig. Der Aufschwung kann beginnen. So,
Das ist halt interessant. Es ist an sich relativ selbsterklärend, wie das Spiel funktioniert, aber wenn man das nicht gemacht hat, das Tutorial, dann wird man trotzdem vielleicht erstmal so ein bisschen kurz da stehen und denken so, wie geht denn das jetzt? Deswegen ist es gerade ganz gut, dass ich das mal schnell mache. Aber ich glaube, ab hier sollte das dann auch funktionieren. So, und der transportiert jetzt aktuell noch gar nichts. Hier wartet auch nichts. Passt auf jeden Fall. So, und die Stadt hat Bedarf nach Baumaterial. Vielleicht klicke ich einfach mal auf die Stadt drauf. Ah, alles klar, okay. Dann kann ich mir hier nämlich anschließend angucken, was diese Stadt so benötigt. Und, also Innsbruck, die kann ich auch noch umbenennen. Über Diagramme kann ich mir irgendwie so ein bisschen angucken, wie die sich entwickelt. Arbeitsplätze, Bevölkerung, Einkaufsmöglichkeiten etc. Und, aber den Bedarf sehe ich jetzt hier gerade erst einmal nicht. Also, das ist, glaube ich, relativ wenig. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo sehe ich das denn? Vielleicht hier unten? Ich klicke mich hier einfach mal ein bisschen durch. Oh, jetzt kann ich sogar hier die Lockhead bauen. Boah, das ist ja uralt. So, Industrien, Städte, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze, Innsbruck. Ja, das ist irgendwie, also einen richtigen Bedarf sehe ich jetzt da gerade erst einmal nicht. Müssen wir jetzt mal gucken. Gut, aber die transportieren jetzt hier auf jeden Fall ordentlich was. Hier liegen jetzt auch schon Ziegelsteine. Ganz ordentlich. Das heißt, die werden quasi nicht mehr hier gelagert, sondern die werden direkt hier eingelagert. Das ist natürlich eine schöne Sache. Da könnte man jetzt sogar schon fast einen zweiten LKW dann einsetzen. Also, ne? Man sieht auch schon, die Fabrik, die Transport produziert hier schneller, als ich abtransportieren kann. Genau. Ja, hier am Bahnhof liegt dann auch immer das ganze Zeug rum. Das ist eigentlich cool gemacht. Gefällt mir auf jeden Fall. Sieht man immer direkt, was an einem Bahnhof sozusagen rumliegt. Also wie viele Einheiten, Steine und so, ne? Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. So, gut, das ist jetzt eine Bonusaufgabe. Ich werde jetzt einfach mal gucken. Also wie gesagt, wie viel 10% ist, ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir bei 9%. Das dauert auf jeden Fall dann so ein bisschen, deswegen wir überspringen das an der Stelle jetzt auf jeden Fall auch mal. So, gut, damit hätten wir das auch geschafft und gehen jetzt ins Hauptmenü. Ich gucke jetzt mal, was wir noch so machen müssen oder ob wir durch sind. Ja, gut, wir haben die Tutorials erfolgreich abgeschlossen und damit danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr einen Kommentar, einen Daumen nach oben und, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, ein saftiges Abo dalassen würdet. Ansonsten, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Bis dahin, tschüss, euer Memphises. Haut rein, ciao.